stärker wirkt sich eigentlich ein zweiter Mythos aus, nämlich der von der Sicherheitsforschung. Wenn ihr mal in Deutschland rumgehen würdet zu den verschiedenen Feldern, ihr würdet einfach mal so durch die Gegend fahren und irgendwo mal gucken an den Feldern und dann würde man dann, was hier denn? Genfeld? Das ist ja wohl eine Sauerei. Dann kämen irgendwelche Leute und würden dann sagen, beruhigen Sie sich. Wir machen hier Sicherheitsforschung. Das ist für die Umwelt. Und dann würde man vielleicht denken, ach so, habe ich ja nicht gewusst, dann ist ja okay. Und dann würde man zu einem anderen Feld gehen und dann, ist ja auch ein Genfeld, was soll das denn? Und dann würde man erfahren, oh, auch Sicherheitsforschung. Und dann geht man vielleicht durchs Land und zu allen Feldern und ist am Ende rum und hat festgestellt, jedes Feld hier ist Sicherheitsforschung. Die erforschen die Sicherheit von Pflanzen, die niemand mehr offenbar entwickelt, weil es gibt ja nur noch Sicherheitsforschung. Das kann ja von der Logik her irgendwie schon nicht sein. Und ist es natürlich auch nicht wahr, sondern das ist ein riesiger Schmuh mit der Sicherheitsforschung. Ich gehe da nachher noch drauf ein. Aber die haben natürlich zwei gute Gründe, warum jedes Feld Sicherheitsforschung heißt. Der erste ist ziemlich platt. Wenn ich ein Feld anlege und es Sicherheitsforschung nenne, bekomme ich da richtig viel Geld für. Mal ein Beispiel. Ich lege jetzt mal virtuell hier ein Feld an. Das wird uns den ganzen Abend noch verfolgen. Ihr seid ab jetzt Gerstenpflanzen. Ich lege hier ein Feld an mit transgener Gerste. Das lege ich deshalb hier an, weil das ist ein real existierendes. Das gibt es seit 2006. Und das ist 9,6 Quadratmeter groß. Das ist nicht wirklich viel. Ne? Das ist eher so ein ganz kleines Beet. Und das kommt hier gerade so hin mit dieser Ecke. Das ist also jetzt dieses Gerstenfeld. Dass Sie das anlegen, das Saatgut haben Sie umsonst gekriegt. Das soll ja auch raus. Und Sie kriegen von der Bundesregierung dafür, dass Sie das angelegt haben, 352.000 Euro. Da würde vielleicht so mancher so ein Beet anlegen. 9 Quadratmeter. Nicht? Also das geht schon. Das heißt also, diese Masse an Geld, die man für so ein Feld kriegt, ist einer der Gründe, warum man seine Felder so nennt. Auch wenn man da was ganz anderes macht. Man nennt das Sicherheitsforschung und hat mal eine kleine Menge Geld auf dem Konto. Nun ist denen aber natürlich klar, dass man in Deutschland nicht so einfach sagen kann, hallo, ich bin von Bayer und wir machen ganz viel Agrogentechnik. Weil die meisten finden Bayer dann doof, wenn die das so sagen. Deswegen haben die sich überlegt, dass man das anders machen muss. Das ist sehr interessant. Man kann solche Dinge halt auch immer durchaus nachlesen. Zum Beispiel 1997 schreibt die PR-Agentur Börsenmarsteller für die Gentechnikkonzerne ein Konzept, wie man Europa erobern kann. Es liest sich total lustig. Da steht zum Beispiel drin, man soll nicht immer die Behörden loben, weil dann fällt auf, dass wir mit denen so verwoben sind. Und dann steht auch dran, hey, tretet mal nicht selber in den Vordergrund, sondern lasst andere machen. Mit der Folge, dass in Deutschland ein ganzes Gewirr von Kleinstfirmen und Bioparks entstanden ist und die machen die eigentlichen Felder. Namen, die weitgehend unbekannt sind, die machen die Felder. Aber wenn man näher hinguckt, werden wir gleich machen, sieht man hinter denen dann doch immer die Konzerne. Und man sieht eigentlich, dass die ganze landwirtschaftliche Forschung in Deutschland auf eine reine Agrogentechnikforschung umgebaut wird. Das ist auch ziemlich beachtlich, weil auch das gehört zum Ministerium von Ilse Aigner, die also nicht nur im Förderbereich, sondern auch im praktischen eigenen Forschungsbereich die Bundesrepublik auf eine reine Agrogentechnik-Landwirtschaft trimmen will. Der Rest ist Wahlkampf. Dritter Bereich ist die sogenannte Forschung. Also irgendwelche Leute, die sich als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen definieren, und behaupten, Forschung zu machen. Ich behaupte etwas anderes, deshalb nenne ich das auch sogenannte Forschung. Denn das ist in der Tat ziemlich interessant, wenn man jetzt tatsächlich zu diesen Feldern geht und feststellt, es sind alles Forschungsfelder und guckt dann im Laufe des Jahres mal hin. Ich habe das letztes Jahr, ich habe alle Felder untersucht, was da eigentlich gemacht wird und stellte fasziniert fest, dass ich genau ein Feld fand, bei dem teilweise die Untersuchungen gemacht werden, die sie auch beantragt haben, bei der Genehmigung, bei Geldmitteln. Und bei allen anderen finden entweder andere Forschungen statt, die nicht bekannt sind, die sie heimlich da machen, oder bei den meisten Feldern, und das mag jetzt vielleicht überraschen, findet gar keine Forschung statt. Die stehen da einfach rum. Ja. Gehe ich nachher darauf ein, warum die da stehen. Aber deshalb nenne ich sie erstmal sogenannte Forschung, weil ich will denen nicht mehr Ehre tun, als ihnen gebührt. Und der vierte Bereich, also die vierten Akteure, sind diese Lobbyverbände, das hatte ich schon erwähnt. Es gibt Organisationen, gar nicht mal so wenig, die machen von morgens bis abends nichts anderes als Werbung für die Agrogentechnik. Und was ich jetzt machen will, ist, aus jedem dieser vier Bereiche einen Akteur vorzustellen. Und da wird man so ein bisschen sehen, wie in allen die anderen jeweils mit drin sind, wie es also alles zusammenhängt. Aber bevor ich das mache, noch eine Steigerung des Ganzen. Es gibt einige Personen, die schaffen es in einer Person,
in allen vier Bereichen gleichzeitig tätig zu sein. Also die legen Versuche an, sind in den Genehmigungs- und Kontrollstrukturen für ihre und Versuche selber drin, machen die Lobbyarbeit für die Versuche und vergeben das Geld für ihre Versuche selber. Toll. Ist nicht schlecht, ne? So einen Job brauche ich auch. Ja, da gibt es vielleicht solche, also man kann sich da ja mal bewerben. Ich stelle vor, zugegebenerweise eine Person, die von hier aus maximal weit weg ist in dieser Republik, man kann, endlos viele sind das nicht. Also das sind so wirklich so die besten Leute da der Seilschaften. Ich stelle vor, Professor Inge Bröhr, von der Universität Rostock, Professorin für Agrobiotechnologie. Dieser Job, dort scheint sie nicht besonders auszufüllen. Weswegen sie 1999 mit ihrer Freundin Kerstin Schmidt, die hat nun gar keine passende Ausbildung, also die ist Mathematikerin, obwohl geht ja um viel Geld und so, vielleicht ist es doch ganz passend. Na jedenfalls, mit der zusammen gründete sie einen Verein, der heißt Förderverein Innovative Nachhaltige Agrobiotechnologie. FINAP, der ist gemeinnützig. Und der inszenierte eine Debatte, macht eine Kampagne dafür, dass in Mecklenburg-Vorpommern ein großes Zentrum für die Agrogentechnik hin soll. 2005 wurde das auch eröffnet. Der Hauptmacher war die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, die ganz viel Geld da reinstopfte. Und zwar war es eine rot-rote Landesregierung, was auch ja nicht ganz uninteressant ist. Und während das gebaut wurde, gründete Schlau-Schlau der gemeinnützige Verein FINAP Tochterfirmen. Und diese Tochterfirmen sind jetzt diejenigen, die die Felder machen, die sie durch ihre eigene Kampagne ja quasi in Gang gesetzt haben. Und das, was jetzt hier kommt, stammt von ihrer ganz eigenen, von der Universität Rostock Internetseite, eine Sammlung, also die jetzt so ganz offiziell ist. Und es ist auch nur ein kleiner Ausschnitt aus den verschiedenen Ämtern der Inge Bröhr. Also in Wirklichkeit sind das doch viel, viel mehr. Aber man muss es ja nicht übertreiben. Und wenn man sich diese Liste anguckt, dann sieht man sie in den verschiedenen Bereichen gleichzeitig herumeiern. Zum Beispiel im Beirat des Landwirtschaftsministeriums Mecklenburg-Vorpommern, da kommt das ganze Geld her. Dann sitzt sie in der Arbeitsgruppe Anbaubegleitendes Monitoring des Julius-Kühn-Instituts. Da geht es dann halt um die Kontrolle der Versuche. Ist halt Vorsitzende des Vereins FINAP und deren Tochterfirma Biovativ macht die Versuche. Das heißt, sie ist auch die Versuchsdurchführende. Sitzt im Lobbyverband Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter. Beim Konzern KWS sitzt sie mit drin. Und so geht das lustig weiter. Auch bei der Europäischen Kontrollbehörde und Genehmigungsbehörde EFSA sitzt sie mit drin. Und hat 9 Patente, die meisten davon mit der Firma Bayer. Also hier ist wirklich so, macht Versuche, macht die Lobbyarbeit für sich selbst, vergibt die Gelder für sich selbst und ist bei der Kontrolle selber. Das ist hervorragend. Kurze Dienstwege von Synapse zu Synapse sind gewährleistet. Perfekt gemacht. Dieser Kleinstfirmenverbund hat den klangvollen Namen BioOK. Und niemand weiß so richtig, was okay eigentlich bedeutet. Ich habe schon Vorschläge gekriegt. Oskar Krause heißt das. Ja, also ich fand auch ganz lustig den Vorschlag organisierte Kriminalität, aber ich bin mir nicht wirklich sicher, ob das gemeint ist. Was wir aber wissen, ist, wer da alles dazugehört. Das kann man nämlich auf deren Internetseite sich einfach angucken. Und da sieht man so die Embleme der Kleinstfirmen, Biotestlabor, Biomat, Biovativ. Das sind alles so kleine Firmen aus dem Raum Rostock. Die schließen sich da zusammen, das ist auch nicht so überraschend. Es ist eine reine Privatfirma. Und wer finanziert diese reine Privatfirma? Das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Da weiß man, wo die aus den Universitäten rausgezogenen Mittel so bleiben. Und wer ist alles noch dabei? Die Universität Rostock. Die sich immer so inszenieren als unabhängige Forscher. Habt ihr sicherlich auch schon alles gehört, dass die immer so, hey, Forschungsfreiheit oder sowas. Die sind inzwischen nur noch Teil von Privatfirmen. Aber das geht ja alles noch. Die absolute Absurdität sicherlich sind die hier. Teil einer Privatfirma ist eine der im Genehmigungsverfahren beteiligten Behörden. Das Julius-Kühn-Institut, das Bundesinstitut für Pflanzenbau aus dem eigenen Ministerium, im Genehmigungsverfahren beteiligt, ist hier drin. Das heißt, diese Firma hat ihre Genehmigungsbehörde gleich in der Firma. Das ist auch nicht schlecht gemacht, ne? Gucken wir uns mal ein bisschen um, was es denn mit diesen Kleinstfirmen eigentlich so auf sich hat. Wer ist das eigentlich? Da kann man sich schwierig machen, einfach machen oder beides machen. Ich mache es mir jetzt mal einfach. Ich klicke mal ins Internet und gucke mir mal zum Beispiel von der Firma Biomat die Internetseite an und dort das Impressum. Da lese ich dann, Tünen Platz 1, Groß-Lösewitz, Geschäftsführer Kerstin Schmidt.
Gucken wir uns mal die Seite von einer anderen der Kleinstfirmen an. Also, das muss ich jetzt dazu sagen, weil wenn man die beiden miteinander vergleicht, fällt das ja nicht sofort auf, dass das eine andere Firma ist. Aber sie heißt jetzt Biovativ und dann geht's weiter. Tönen Platz 1, Groß Lüsewitz, Geschäftsführer Kerstin Schmidt. Doch schon. Gut, dann gucken wir uns vielleicht mal das Impressum von dem Gesamtkonstrukt BioOK an. Da kommt jetzt eine unglaubliche Variante ins Spiel. Das Ganze auf Englisch. Imprint, Tönenplatz 1, Groß Lüsewitz, Business Manager Kerstin Schmidt. Kann es sein, dass das eine seltsame Fassade von Firmen ist, die immer aus der gleichen Person bestehen? Und die da gegründet werden. Ich meine, das ist natürlich ganz praktisch, da kann man sich auch ganz gut Rechnungen gegenseitig ausstellen und so, das sieht alles ganz nett aus. Bevor Tönenplatz 1 da stand, hatten die alle ihren Sitz in der Schnickmannstraße 4 in Rostock. Das kannten wir gar nicht. Wir haben gedacht, da müssen wir mal hingehen. Was ist denn dort? Gingen da hin und fanden ein leeres Büro mit diesem Briefkasten davor. Und wer den Begriff Briefkastenfirma noch nicht richtig klar hatte, hat jetzt ein Bild davon. Und hinter dieser Fassade sieht man dann doch immer die großen Konzerne. Zum Beispiel, wenn man sich mit denen anlegt, wenn man da Proteste macht oder so, dann meldet sich ein Rechtsanwalt. Und der schreibt einen Brief, so, Sie dürfen jetzt mal nicht mehr an die Nähe von unserem Feld, sonst 10.000 Euro. Und wenn man das nicht sofort unterschreibt, gehen die gleich vor Gericht, einstweilige Verfügung, dann wird es noch ein bisschen teurer. Der Rechtsanwalt, der ihm das schreibt, ist immer der gleiche. Heißt Hartwig Stiebler, kommt aus Düsseldorf und ist der Anwalt von Monsanto. Rührend, wie sich diese Firma doch um diese Felder von Biovativ und BioOK kümmert. Ich nehme als Beispiel die eine, die ich schon erzählt hatte, die halt für alle Genehmigungen auf nationaler Ebene zuständig ist. Das hatte ich ja erwähnt, in Deutschland für die Felder jetzt im Moment ist eine einzige Behörde zuständig. Die sitzt in Berlin in der Mauerstraße 39 bis 42. Ja, es ist eine Abteilung, die Gentechnikabteilung, die Hauptabteilung sitzt in Braunschweig. Aber die Gentechnikleute sitzen hier. Und dort muss man, wenn man ein Feld anlegen will, das genehmigen lassen. Und diese Behörde hat eine bemerkenswerte Erfolgsquote. Die sitzt da schon ziemlich lange und hat 100% aller Anträge, die da gestellt worden sind, genehmigt. Also sie ist ungefähr so wirkungsvoll, als gäbe es sie nicht. Das wäre nun nicht so überraschend, wenn sie meinetwegen Bundesagentur für die Interessen der Gentechnikindustrie heißen würde. Heißt sie aber nicht. Sie hat einen interessanten anderen Namen. Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Das sind also die obersten Verbraucherschützer, die eigentlich für uns da sind. Und die Gentechnikabteilung sind also die obersten Verbraucherschützer in Sachen Gentechnik. Und die haben eine Zustimmungsquote von 100%. Die winken alles durch, was da kommt. Das ist gar kein Zufall. Schauen wir uns mal ein bisschen um, wer da so arbeitet. Das ist der Chef von der Dianze, Hans-Jörg Bug. Und dessen Name ziert auch die meisten der Freisetzungsanträge, also die Genehmigungsbescheide. Sie unterschreibt er halt die meisten. Und weil ihn das offenbar ein bisschen wenig auslastet, das Problem scheint da mehrere zu haben, trieb er sich noch einige Jahre auch auf EU-Ebene in der Arbeitsgruppe für die Genehmigung, die Inverkehrbringung, die kommerzielle Zulassung halt herum. Da ist er jetzt im Moment nicht mehr. Aber auch das schien ihn nicht besonders auszulasten, weshalb er sich auf mehreren Werbemessen für die Biotechnologie herumtrieb. Das kann er nur machen, um da zu gucken. Aber nein, er hält da Reden, flammende Reden für die Agrogentechnik. Und sehr schön nachvollziehen kann man das. Im Jahr 2002, da ist er schon viele Jahre im Amt, ist auch in diesem Moment im Amt und ist bis heute im Amt. Also in seinem Amt als oberster Verbraucherschützer in Sachen Gentechnik und Kontrolleur der Gentechnikindustrie, tritt er in einem Werbefilm der Gentechnikkonzerne auf und hält dort eine flammende Rede für gentechnisch veränderten Mais. Also der Mann, der die Gentechnikkonzerne kontrollieren soll, tritt in einem Werbefilm für diese Konzerne auf. Aber das ist doch ganz harmlos. Er arbeitet in mehreren Lobbyorganisationen für die Agrogentechnik mit, zum Beispiel in der internationalen PRI und im deutschen Wissenschaftlerkreis Grüne Gentechnik. Aber der Hammer, finde ich, ist, sein Name ziert ein Manifest,
ein Aufruf von verschiedenen Leuten, die Kontrollen in der Gentechnik ganz weit herunterzuschrauben. Das heißt, der oberste Kontrolleur findet seine Arbeit scheiße. Und das, was er praktisch macht, ist überhaupt nichts anderes als die Umsetzung seiner offen genannten politischen Einstellung, es sollen keine Kontrollen in der Agrogentechnik durchgeführt werden, also macht er auch keine, und folglich winkt er 100% durch. Und das ist gar keine Ausnahme. Sein Stellvertreter heißt Detlef Bartsch. Und der ist auch auf EU-Ebene unterwegs, der ist sogar im Moment noch in dieser EFSA-Gruppe, in der Arbeitsgruppe für die Genehmigung der gentechnisch veränderten Organismen. Und er tritt in dem gleichen Werbefilm auf wie sein Chef. Zusammen werben sie dort für die Agrogentechnik. Die ganze Spitze der Kontrollbehörde wirbt für die Gentechnikkonzerne. Der ist doch in noch mehr Lobbyorganisationen wie sein Chef. Und hat früher, er kommt aus diesen Zirkeln der RWTH Aachen, hat dort früher selber Versuche durchgeführt, heute sogenannt überwacht er die seiner ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Und das auch noch, während er immer noch mit denen zusammen Lehrveranstaltungen, Veröffentlichungen macht, soll er die kontrollieren. Beide wurden, als sie auf EU-Ebene den Posten bekamen, gefragt, mit einem Fragebogen, haben sie Kontakte zur Gentechnikindustrie? Und beide haben Nein angekreuzt. Das ist nicht nur ziemlich unverschämt, sondern ist von beamtenrechtlicher Dimension. Leute, die solche Falschangaben machen, kann man relativ einfach von ihren Postchen herunterservieren. Man kann sie natürlich auch versetzen. Wenn irgendjemand wollte, dass nicht 100% aller Gentechnik-Sachen in Deutschland durchgehen, also wenn irgendjemand wollte, dass sich die Realpolitik ändert, könnte man die einfach versetzen oder eben wegen dieser Panne abservieren. Aber es will niemand. Die Dienstvorgesetzten dieser Leute lassen die gewähren. Und die haben es immer gewusst. Es gibt eine Menge von Dienstaufsichtsbeschwerden. Das Magazin Report hat das mal aufgedeckt. Da konnte 2005, da war auch dieser Film zu sehen, wo Bartsch und Bug auftreten. Und die zuständige Dienstvorgesetzte ist gefragt worden, was sie nun macht. Ja, ich werde mir das mal angucken. Es hat noch nie irgendjemand was gemacht. Es sind immer die gleichen Leute. Wir haben immer die 100%-Quote. Und das ist durchaus überraschend, wenn man sich überlegt, welche Personen ihre Dienstvorgesetzten sind. Nämlich Ilse Aigner, Horst Seehofer, Renate Künast. Und das letzte Gremium, was ich mal vorstellen will, ist nämlich das neueste. Der Bioökonomierat, der ist vor ungefähr einem Jahr von Annette Schavan und Ilse Aigner ins Leben gerufen worden. Und der soll sich jetzt nicht mit den Niederungen der konkreten Felder, sondern mit der langfristigen Innovationsstrategie beschäftigen. Der soll also den Entwurf machen dafür, wie es langfristig mit der Agrogentechnik weitergehen soll. Der hat inzwischen den Sprung in die Koalitionsvereinbarung geschafft. Und auch dort steht jetzt drin, dieses Gremium soll halt die langfristige Strategie festlegen. Wir können uns also darauf einrichten, in den nächsten Wochen und Monaten von diesem Gremium Expertise um die Ohren gehauen zu kriegen, von unabhängigen Wissenschaftlern, die alle in kritischste Analyse herausfinden werden, wir brauchen unbedingt diese Technik. Und damit man sich schon mal einen Vorgeschmack machen kann, wie dieses unabhängige Gremium wohl so entscheiden wird, hier die komplette Personenliste dieses neuesten Gremiums der Agrogentechnik. Wer irgendeine auch nur neutrale Person da findet, hat gewonnen. Also ich finde, diese Liste ist an Dreistigkeit schlecht zu übertreffen. Da ist nicht mal mehr ein Quotenkritiker oder so drin. Das sind alles die Nutznießer und die Klaköre der Agrogentechnik versammelt. Im September 2008 schrieb ich einen Brief an das BVL bezüglich dieses Gengerstenfeldes. Guten Tag! Sie sind ja die Genehmigungsbehörde für dieses Gengerstenfeld. Sie haben sicherlich eine Akte über das Gengerstenfeld da. Die hätte ich mir gern mal angeguckt. Nun haben die wahrscheinlich überlegt, was das denn für ein... Es gibt Menschen in Deutschland? So, so. Naja, was kriegte ich wohl als Brief zurück? Ne, das geht nicht. Nun ist das allerdings etwas problematisch, denn es gibt da ein Gesetz. Das sollte man kennen. Das heißt Umweltinformationsgesetz. Und nach diesem Gesetz hat jeder Mensch das Recht, ohne Angabe von Gründen, man muss also nicht betroffen sein oder so etwas, jede umweltrelevante Akte, die es gibt beim Staat oder die halt wo der Staat irgendwie beteiligt ist, einfach anzugucken. Man kann da also einfach hingehen und sagen, guten Tag, geben Sie mal die Akte. Also eigentlich müssten wir Sie die Genehmigungsakte geben. Aber das tun Sie natürlich nicht.
Also, da es aber eine gesetzliche Grundlage gibt, es gibt übrigens dasselbe inzwischen auch als Verbraucherinformationsgesetz, also auch über Arzneimittel- und Lebensmittelrecht, kann man sich alle Informationen, Kreisgesundheitsämter, man kann da einfach immer reingehen. Eigentlich. Nun lehnten die das ab und ich zog vor das Verwaltungsgericht Braunschweig und klagte gegen die Bundesrepublik Deutschland. Ich hätte gern die Akte von diesem gegen Gerstefeld. Nun guckten sich wahrscheinlich erstmals dieses Gesetz an. Oh, hoppla, gibt's ja wirklich Umweltinformationsgesetz. Was machen wir denn jetzt? Und fanden da einen Paragraphen, darauf bezogen sich dann tatsächlich später, fanden einen Paragraphen, dass man in absoluten Ausnahmefällen doch mal, vielleicht wenn die Hütte abbrennt oder so, doch mal die Akteneinsicht verweigern kann. Und schrieben dann an dieses Verwaltungsgericht, dass sie tatsächlich der Meinung sind, sie wollen grundsätzlich und immer diese Akteneinsicht verweigern. Und dafür hätten sie auch gute Gründe. Und die kann man sich jetzt hier angucken. Das ist jetzt der Brief des BVL an das Verwaltungsgericht. Der erste Grund, warum sie finden, dass ausgerechnet sie, das Bundesamt für Verbraucherschutz, sich an Verbraucherrechte nicht halten muss, war, dass sie total überlastet seien. Sie würden ständig Anrufe kriegen, könnten das leider gar nicht alles bearbeiten. Ständig klingelt das Telefon, nämlich 24 Mal im Jahr 2008. Das ist natürlich ganz schön krass hochgerechnet auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein Anruf alle 10 Jahre, also das ist ja kaum zu bewältigen. Und als zweites fanden sie dann noch die Variante, dass ihr großes Haus leider zu klein ist. Es gäbe da keine Möglichkeit für mich, einen Stuhl und eine Tischecke zu benutzen, um einen Aktenordner dort aufschlagen zu können. Also diesen Unsinn erzählten sie dem Verwaltungsgericht und wollten damit durchsetzen, dass sie mit Verbraucherschutzrechten nichts zu tun hatten. Nun sind Verwaltungsgerichte häufig geneigt, den Behörden Recht zu geben, fanden dann aber wohl, das geht so nicht gut, spätestens auf EU-Ebene, schrieben dem BVL einen Brief mit einer lustigen Formulierung, sie empfehlen, die Rechtsposition zu überarbeiten. Also wenn man schon Verbraucher hat, dann wenigstens mit ein bisschen Intelligenz. Ne? Ich hatte erzählt von dem Auskreuzungsverhalten von solchen Pflanzen, der Reis, die Leinsaat, die es weltweit überall hingeschafft hat, das wissen die auch. Kann es sein, dass die Felder anlegen, damit es sich auskreuzt? Denn schließlich ist das doch sehr verlockend. Bei der Atomkraft, das ist ja einer der Unterschiede, es gibt auch andere Unterschiede, es wirkt dann wie die Atomkraft schrecklicher, ich will das nicht in Reihenfolge tun, das bringt ja auch nichts. Wenn ein Atomkraftwerk kaputt geht, ist es üblicherweise für den Betreiber irgendwie auch scheiße. Ne, als Krümmel kaputt ging, hatte Vattenfall richtig viel Ärger. Gut, kann man natürlich diskutieren, ob eine deutsche Firma gleich viel Ärger gekriegt hätte, aber war erstmal so. Der Super-GAU in der Gentechnik ist der Traum der Konzerne. Wenn das Zeug überall auskreuzt, ist die Debatte um Gentechnik beendet. Gentechnikfreiheit, für Gentechnikfreiheit zu kämpfen, ist genau so lange sinnvoll, wie es die Gentechnikfreiheit noch gibt. Und wenn ein solch kleines Feld reicht, um weltweit alles zu verseuchen, dann muss ich solche kleinen Felder anlegen. Möglichst viele kleine Felder mit unterschiedlichen Pflanzen, damit es schnell geht. Das kann man nicht beweisen. Aber für diesen zweiten Grund gibt es einen Indiz. Wäre ich ein Gentechnikbefürworter und würde mir das überlegen, dann würde ich mir vielleicht noch denken, ah, das dauert mir alles so lange. Am Ende noch 8 Jahre oder sowas. Wie lange soll ich davon leben? Meine Yacht bezahlen oder weiß ich. Kann man das irgendwie beschleunigen? Dann käme mir fraglos eine Idee. Wo muss man die Felder hinstellen, damit es das gentechnikfreie Saatgut möglichst schnell nicht mehr gibt? Es gibt Saatgutbanken. Orte, an denen das Saatgut sortenrein erhalten werden soll. Es gibt ja tausende von Weizensorten zum Beispiel. Die kann man jetzt nicht, damit sie erhalten bleiben. Die Landwirtschaft benutzt sie nicht mehr, also bei weitem nicht mehr. Es heißt, man muss, um diese Sortenvielfalt zu erhalten, muss man die in Saatgutbanken anbauen. Man kann die auch nicht einfach in eine Schublade tun und dann da liegen lassen, bis man sie mal braucht, weil die bleibt nur einige Zeit keimfähig. Da muss man sie wieder auspflanzen, neu ernten, wieder reintun. Das tun diese Saatgutbanken. Wir haben also eine Vielzahl kleinster Felder nebeneinander. Und bleibe ich mal beim Weizen. Wenn ich jetzt mir überlegen würde, ich will dieses Ganze, ich will möglichst schnell, dass aller Weizen gentechnisch verunreinigt ist, würde ich mir denken, daneben mache ich mein Weizenfeld mit gentechnisch veränderten Weizen. Oder umgekehrt betrachtet, aus der Brille von Leuten, die Gentechnikfreiheit, die Wahlfreiheit weiter wollen, wäre es der Horror, wenn ausgerechnet neben den Saatgutbanken Genfelder angelegt werden und dann auch noch mit genau den passenden Arten. Jetzt schauen wir mal, was passiert ist. Es gibt 5 solcher Saatgutbanken in Deutschland und bei 4 passierte das Gleiche. Die größte ist in Gatersleben, Saatgutbank für Getreide und Hülsenfrüchte.
Und wo waren in den letzten Jahren die Felder mit gentechnisch veränderten Erbsen und mit gentechnisch veränderten Weizen? Auf dem gleichen Grundstück in Gatersleben. Wir haben eine Saatgutbank für Ölpflanzen in Malchow, das in Mecklenburg-Vorpommern, und daneben Felder mit gentechnisch verändertem Raps. Wir haben eine Saatgutbank für Obstbäume in Dresden-Pillnitz. Und wo standen die gentechnisch veränderten Apfelbäume? Auf dem gleichen Grundstück in Dresden-Pillnitz. Standen, muss man sagen, weil sie sind im letzten Frühjahr von unbekannten Leuten komplett alle abgesägt worden. Ilse Aigner hat im Fernsehen gesagt, sie hätte geheult, als sie das gesehen hat. Soweit also, was sie wichtig findet im Leben. Und es gibt eine Saatgutbank für Kartoffelsorten in Groß-Lüsewitz. Und Groß-Lüsewitz ist da, wo das Agrobiotechnikum steht. Und wer sich noch erinnern kann, welches war die häufigste gentechnisch veränderte Pflanze, die da angebaut wird? Die Kartoffel. Neben allen Saatgutbanken, also genau die dazu passend gentechnisch veränderte Pflanze. Gibt es hier irgendjemand, der die für so doof erklären will, dass die das aus Versehen gemacht haben? Ich fürchte, es bleibt kein anderes Erklärungsmodell übrig, als dass sie es ganz, ganz absichtlich machen.